Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Panzergeneral 3D. Die Kampagne Vorwärts General und ja, heute spielen wir Demjansk. Das wird ein sehr kurzes Szenario werden. Wir haben 5 Züge für einen glorreichen Zeit. Es ist Regen, okay. Das ist nicht schlecht. So, auf der anderen Seite sehe ich dann recht wenig. Das ist nicht so toll. Okay, also ich würde sagen, wir den KV-2 stellen wir mal da rein. Und dann müssen wir mal überlegen. Den stellen wir dahin. Den stellen wir dahin. Da unten stellen wir einen Panzer hin. Da stellen wir einen hin. Zack. Zack. Und zack. So, dann geht's mit der Artillerie weiter. Zack. 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 Und zack. Dann die Aufklärer. Da stellen wir einen hin. Da stellen wir mal eine Flak hin. Dann stellen wir hier eine Flak hin. Da stellen wir eine Flak hin. Jetzt ist die Frage, wo stelle ich noch? Da kann ich noch einen Aufklärer hinstellen. Und ansonsten. Da ist überall jetzt besetzt. Okay. Gut, das heißt, eine Einheit kann ich hier nicht aufstellen. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Aufstellungshexe soweit verbraten. Die muss ich irgendwo anders hinstellen. Müssen wir mal gucken. Ja. Guck nochmal schnell, aber nee, da ist überall keine Möglichkeit zum Aufstellen vorhanden. Dann stelle ich die dahin, die ja können dann halt nicht in den Kampf eingreifen. Ich muss nochmal kurz gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich jetzt wirklich. Jawohl, okay, ich hatte auf Aufnehmen gedrückt. Gut, ja, dann würde ich sagen, als nächstes fliegen wir mal unsere Flugzeuge an die Front. Sechs Stück haben wir ja bis jetzt. Und dann machen wir mal weiter. Okay, ja, das Aufstellen ja, dauert fast am längsten. Achso, der erste Zug wird deutlich am längsten dauern. Okay, so. Den stellen wir noch dahin und dann haben wir alles soweit aufgestellt und können jetzt mal schauen, was wir so hinkriegen. Leider sehr wenig, das ist nicht gut. Okay, ja. Sieh immer noch nicht mehr.
Oh. Ach ja, das ist natürlich der Nachteil bei diesem Mistwetter. So, ja, ich würde sagen, den ersten Zug haben wir dann soweit geschafft und können mal gucken, was jetzt so abgeht. Keine gute Idee, der Angriff. Ja gut, die verlassen alle ihre Positionen, ihre Eingrabungen. Das ist mir natürlich sehr recht. Das können sie gerne machen. Bin mal gespannt, was jetzt für ein Wetter kommt. Ja. Also da sind einige Flugzeuge am Start bei den Deutschen. Aber ja, die Hauptsorge ist jetzt natürlich erstmal, dass ich das einzelne Heck da, also ich hätte vielleicht mal die strategische Karte zeigen sollen. Das ist vielleicht keine dumme Idee. Also ja, das ist der Kessel von Demjansk. Östlich von Demjansk war der ja, glaube ich. Dann habe ich auch östlich davon gemacht. Und ja. Das ist das Hex, das ich verteidigen muss. Das ist von hier kommt die Kampfgruppe Seydlitz heran und ich versuche dann natürlich hier diesen den Kessel aufzusprengen, um da die Truppen zu entsetzen. Und bevor das passiert, muss ich halt das deutsche Hex einnehmen, das Sieghex, und damit den Kessel kaputt machen. So. Gerollt, gerollt. Den kriege ich nicht ganz überrollt, aber fast. So, dann gucken wir mal weiter. Das läuft ja eigentlich ganz gut soweit. Okay, so, dann können wir mal gucken, ob wir hier jetzt vielleicht ein bisschen überrollen können. Natürlich nicht. Gut.
gut, aber wir haben ja ein paar Runden Zeit. Wir müssen das jetzt ja nicht auch nicht hier übers Knie brechen, sozusagen. Das ist ja jetzt nicht nötig. Und gucken jetzt einfach mal, was jetzt passiert. Schlechtes Wetter, das ist ziemlich gut. So, und was noch besser ist, ist, dass der Idiot da mit seinem Zweier da jetzt da wegfährt und nicht meine Artillerie angreift. Das heißt, jetzt kann ich den dann überrollen, bevor der irgendwas mir kaputt machen kann. Okay, ja, aber hier im Westen ist natürlich scheiße, dass die sich über mich geparkt haben und mich dadurch sehen können. Das ist nicht so optimal. So, jetzt wäre es gut, wenn ich jetzt hier die Flak benutzen, wenn jetzt schlechtes Wetter wäre, gutes Wetter wäre, dann könnte ich die Flak benutzen und den anschießen. Ist aber immer noch Regen, okay. Schauen wir mal weiter. Zack. Zack. Okay, ja. Das sieht doch schon mal recht gut aus, soweit. Jetzt komme ich da leider nicht so richtig durch. Das ist ziemlich ärgerlich. Okay, ja. So, das können wir aber machen. Den einfach überrollen. Zack. So ist ja eh Regen, das heißt, dann kann ich die auch ruhig hier in Sichtweite fahren. Das ist dann nicht so tragisch. Ja, das hier ist natürlich nicht so schön, alles in allem. Dann kann ich jetzt vielleicht die ein oder anderen Einheiten nach Westen rüber schicken. Zu 2, WTF. Oh. Schön an meinen Jägern vorbeigeflogen. Okay. Ja. Na gut, also ich würde jetzt dazu tendieren, jetzt das Szenario auszumachen. Auch wenn ich jetzt noch eine Runde Zeit hätte. Denn das ist doch etwas sicherer in meinen Augen. Irgendwo was? Nee, nicht so richtig. Ja, der sieht hier schon, was da so alles ankommt. Das ist ganz schön übel. So, die kann sich dann noch ein bisschen Erfahrung dran holen. Jetzt muss es dann aber auch klappen, das Ganze hier auszumachen. Ansonsten habe ich ein Problem.
So. Was hatte der? Also der hatte Munitionsbeschränkung, genau. So, den können wir überrollen. Der hatte schon, aber der noch nicht. Und der macht das Ding noch kaputt. So, zack. Ist da sonst noch irgendwas auf dem Weg zum Überrollen? Das sieht nicht so aus. Gut. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir dieses Szenario jetzt im Schnellverfahren beendet. War jetzt wirklich nicht so schwer. Geht halt um Schnelligkeit und wenn nicht die ganze Zeit ja scheiß Wetter ist, sondern gutes Wetter ist, dann kann das natürlich auch schnell mal passieren, dass ja, dass die Bomber einen hier ziemlich zusetzen. Und dann speichere ich jetzt einmal kurz. Also das im besten ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Jetzt hatte ich auch die Kavallerie dahingestellt und so weiter und so fort. Deswegen, da will ich mich jetzt zurückziehen. Beziehungsweise das Ganze ausmachen. So, ist jetzt egal, mit wem wir reinfahren. Wir haben ja keinen Befreier in unseren Reihen. Ansonsten würde ich nämlich mit dem ausmachen. Aber gut, dann nehmen wir einfach das Ding jetzt hier. Können nochmal kurz die strategische Karte uns anschauen. Also man könnte natürlich versuchen, hier den Flughafen jetzt zu erobern, aber das da mache ich dann jetzt nicht. Glorreicher Sieg der Alliierten. Sehr gut, die Truppen im Kessel wurden ausradiert, bevor sie von der Kampfgruppe Seydlitz gerettet werden konnten. Verteidigung von Voronesch. Nach unseren Erfolgen im Winter haben sich die Deutschen scheinbar verstärkt. Mit ihren ungarischen Verbündeten gehen sie derzeit zum Großangriff auf Voronesch. Was? Vor, nicht auf. Verlangsamen Sie Ihren Vormarsch, damit wir Zeit haben, neue Verteidigungspositionen zu erreichen und ziehen sich dann planmäßig zurück. Ihre Truppen. Ihnen unterstellt sind die 40. und die 13. Armee. Die Truppen verfügen über zwei Panzerjägerdivisionen vom Typ SU-152. Die beiden Divisionen könnten Ihnen vielleicht nützlich sein. Der Feind. Ihnen gegenüber stehen die 4. Panzerarmee und die 2. Armee. Im Süden werden die Deutschen zudem von der 2. ungarischen Armee unterstützt, die allerdings beileibe nicht so erfahren ist wie die deutschen Angreifer. Die Deutschen verfügen ebenfalls über neue Sturmgeschütze mit einer höheren Reichweite. Hinweis: Ein früher Sieg ist möglich. Unbesetzte Sieghex östlich von Voronesch. Ein taktischer Sieg gibt aber das meiste Prestige, da die Deutschen lang genug aufgehalten werden konnten. So, ja, jetzt haben wir genau 100, genau 1000 Prestige. Das ist sehr, sehr wenig. WTF. WTF. Wir werden jetzt ein paar Umrüstungen vornehmen. Also als allererstes werden wir das machen. So, dann werden wir, was werden wir noch machen? Es gibt jetzt den KV-1C. 18. Den anderen KV gibt es gar nicht mehr, oder was? 14. Ja, Verteidigung ist ein bisschen besser. Der hat 16 Schuss und der hat 14 Schuss. Der hat ein bisschen weniger Munition. 30 bzw. 35. Ja, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Diese Aufrüstung. So, was gibt's sonst noch Neues? Das lassen wir jetzt soweit. Panzertechnisch, das lassen wir auch alles soweit. Ich guck noch mal, nee, da gibt's immer noch kein neues Fahrzeug für das Ding. Das ist sehr schade. So, jetzt ist die Überlegung, vielleicht das in ein Tu, in eine Tu-2 oder den in einen anderen Panzerjäger. Ich würde jetzt eher dazu tendieren, weil den Panzerjäger brauche ich im nächsten Szenario auf jeden Fall. Von daher machen wir das einfach mal. Also ihr seht, das Prestige ist sehr knapp bemessen. Selbst ich kann jetzt nicht alles unbedingt so auf die tollsten Einheiten pimpen.
Also den Bomber jetzt irgendwann umrüsten muss ich dann später mal machen. Nächstes Szenario wird das auch nicht gehen. Vielleicht, ja, vielleicht wird es erst irgendwann 44, 45 gehen. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt die P2FT, die sind auch nicht so schlecht. Ja, also das Prestige, jegliches Prestige, was ich jetzt kriege, das brauche ich ganz, ganz dringend für das nächste Szenario für Uranus, weil ich dann auf jeden Fall die Panzer und die Panzerjäger auf volle Überstärke bringen muss. Alles andere hat da keinen Sinn, in meinen Augen. Gut, ja, das war dann jetzt der Dinges, dem, nee, nicht Demjansk speichern, sondern bei Voronezh muss ich jetzt speichern. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Das war jetzt mal wieder ein sehr kurzer Part. Die nächsten Szenarien werden aber alle etwas länger dauern. Jetzt nicht mehr solche ultra kurzen Parts werden. Gibt's vielleicht noch ein paar, aber jetzt erstmal nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin sage ich schon mal ciao, ciao.